Ich mache jetzt gleich mal Top-Beleber. Nee. Ich habe so das Gefühl, dass Raichu gerade sein stärkstes Pokémon war und er das bewusst in den Kampf geschmissen hat. Top-Beleber. Nein! Mann! Dieser Stick! So will ich das sehen. Das will ich allerdings nicht sehen. Doppelteam ist uncool, mein Freund. Flambo. Das ist echt ungeil. Weiße. Läuft es jetzt echt auf dieses Duell heraus? Ist das dein Ernst? Burn, burn, burn. Kein Burn und nicht mal ein Kill. Natürlich. Burn, burn, burn. Bitte. Der Burn. Natürlich, natürlich. Pass auf. Ich hab sowas von geahnt, dass das jetzt kommen muss. Egal, wir haben alle Karten in unserer Hand jetzt. Auch wenn der Doppelteam mir gerade mehr Kummer macht als alle anderen. Da setzt ihr doch tatsächlich Finale ein. Ich hätte es eigentlich hätte ich es wissen müssen. Aber was hätte ich sicher reinwerfen können? Jona hätte es auch ordentlich auf die Rübe gekriegt davon. Auch wenn es den meisten Teil geblockt hätte. Electek. Aber wir haben es doch noch geschafft. Du glaubst, ich bin am Ende? Ich habe noch gar nicht angefangen. Das ist sein Signature-Pokémon. Nicht Raichu. Oh, verdammt. Da kann ja Fußkick. Fokusband sei Dank. Gurt. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich allerdings auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Oh. Das war geil. Das war mehr als geil. Meine 10.000 Volt starken Tricks waren vergebens. Alter Verwalter. Oh nein, du bist sehr stark, Rekrut. Na gut, du Wicht. Hiermit verleihe ich dir den Donnerorden. Das war unschön. Den Donnerorden bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz. So weiter geht's mit den Geschenken. Dieses wunderbare Maschinchen soll von nun an dir gehören, Rekrut. CM34 erhalten. Haben wir denn? Enthält Schockwelle, damit fegst du deine Gegner Britzbratz von der Bildfläche. Lass es krachen und bahne dir damit den Weg durch die gegnerischen Reihen. Nördlich von hier gibt es übrigens eine große Stadt namens Saffronia City. Allerdings fragt euch, ob wir da einfach so reinkommen. Okay, das lief ja doch ein bisschen actionreicher, als ich mir erwartet habe. Ich hole mir jetzt auch gerade mal wieder Tamira zurück. Und dann würde ich nochmal meine Pokémon heilen. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal den Donnerorden auf unserer Seite. Ah, ich habe damit voll überhaupt nicht mehr gerechnet, dass das hier Fokusgurt hat. Das habe ich selber vergessen. Tamira. Ich muss dran denken, Serenity noch zu entwickeln. Erinnert mich mal dran.
Ich bedenke, dass wir in knapp 11 Leveln oder so schon unsere liebe Fiona auf Endstufe haben. Dann bin ich schon fast ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. Södele, gib mir Geschenke. Hallo, hallo, du musst Alex sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Ach, diese Beeren. Die braucht kein Schwein. Kein Schwein. Vor allen Dingen, ich weiß nicht mal, was die alles machen. Gib mir anständige Items, aber nicht sowas. Oh. Sag mal, wie viele Beeren gibt es eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich fragen darf? Wie viele? Wenn ich das so sehe, deutlich zu viele. Kuwako-Beere. Gestein. Lecko funny, ey. Das ist mir eindeutig ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Wir sind auf jeden Fall gut dabei mit dem Leveln. Allerdings, sind die Arena-Leiter doch nicht gerade von schlechten Eltern? Was ist denn hier? Die Landschaft hat sich auch ein bisschen verändert, muss ich ja mal sagen. Silberhauch. Kannst du dir denken, warum ich Picknick so gerne mag? Keine Ahnung. Schöne freie Luft, Natur, wilde Pokémon. Kikugi? Was? Gottes Namen ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Das kam aber nicht in der dritten Generation vor, oder? Wenn doch, dann habe ich es verdrängt. Krass. Von dem habe ich echt noch nie was gehört. Kikugi. Oder ist das vielleicht aus der fünften Gen? Da ist schwarz und weiß. Weil die habe ich nämlich noch gar nicht so gezockt. Ich wollte es immer machen. Aber irgendwie war das nicht so mein Fall. Und hier sind sie wieder Level 14. Ich denke mal, die Level bleiben dann doch erhalten von den vorigen. Oder? Ja. Also, keine Änderung wirklich. Dann sind also nur die Trainer stärker geworden. Kim, pass auf. Wir zwei versohlen dir den Hosenboden. Gleich bist du so klein mit Hut. Ich habe zwar einen Hut, aber den Hosenboden brauche ich nicht versohlt zu bekommen. Ist das, Fiona wäre jetzt hier so geil gewesen. Einfach wieder Erdbeben-Spam. Trifft das eigentlich alle? Nö, ist übertrieben, aber ich mach's trotzdem. Matschbombe auf Plusse. Es ist natürlich die Frage, reicht das? Natürlich reicht es für den nicht. Aber das dürfte reichen. Sicher. Donner. Ja, nee, ist klar. Alter Verwalter. So, was? Ja, Hosenboden versohlen hier. Ich hab euch ordentlich den Hosenboden versohlt. Was gibt's hier noch? Kann doch nicht nur Mauzis hier geben. Ich nur Fanser. Es hätte so vieles sein können. So viel Praktisches. Warum nur Fanser? Warum? Warum du?
Wer ungestört in freier Wildbahn leben will, braucht nur zwei Dinge. Leichtes Gepäck und ein Pokémon-Team. Leichtes Gepäck? Fraglich. Man sollte ja schon gut Proviant dabei haben. Lohe Kanonade! Du hättest längst ein Leta-King haben können, mein Freund. Idiot! Die geben so wenig EP, das ist unfassbar. Hoppla, das ging nach hinten los. Aber so was von. Definitiv! Wir müssen ja scheinbar hier entlang. Saffronia City. Hier gab's doch irgendwo ein Haus mit dem Typen von Psychokinese, oder? Ich weiß nicht mehr, in welchem Haus das war. Hier wohnt Mr. Psycho und wehe, jemand nennt mich alt. Hier war das, ganz bestimmt. Ein Angler. Ist ja schon gut. Das hier ist das, was du willst, stimmt's? Okay. Du weißt doch, was das ist, oder? Die TM29 enthält Psychokinese. Mit ein bisschen Glück lässt sich damit die Spezialattacke des Gegners senken. Jetzt ist natürlich die Frage, welche meiner Pokémon gebe ich Psychokinese? Ich habe zwar gesagt, ich würde es gerne Psyana beibringen, aber Psyana erlernt Psychokinese automatisch schon. Das hätte ich vielleicht auch mit Erdbeben letzte Aufnahme machen wollen, sollen. Aber, wie gesagt, da wollte ich halt die Liga mal probieren. Und da habe ich nicht wirklich dran gedacht. Deshalb würde ich Psyana erstmal nicht beibringen. Aber ich werde hingehen und sagen, ich tausche das gegen Gengars Traumfresser. Dann bin ich nicht mehr so auf Hypnose angewiesen. Oder sagen wir, nicht mehr so stark. Das hat 100, 100. 190. Ja, gut, ein bisschen ein kleiner Verlust, aber im Ganzen ein definitives Plus, würde ich sagen. Zumal Polunga das eh nicht brauchen würde. Könnte ich noch hingehen und sagen, wir bräuchten vielleicht später noch eine Donnerattacke. Aber das könnte ich ja immer noch einem anderen geben. Wenn jemand das erlernen kann. Du kommst aus Johto. Mit dem Magnetzug gelangst du schneller zurück nach Johto, als du Schwupps sagen kannst. Schwupps. Gibt es hier eigentlich noch die Kampfarena? Würde ich gerne mal gucken. Magnetzug, okay. Also, zu Sabrina würde ich jetzt eigentlich noch nicht gerne rein wollen. Der Dojo scheint sehr verlassen zu sein, wenn ihr mich fragt. Das ist nicht so effektiv, Kampfattacken. Tag auch. Der Karatemeister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in eine der Höhlen von Johto aufgebrochen ist. Wahnsinn. Das ganze Dojo zerfällt. Ist zerfällt. Kann ich vielleicht nach oben? Auch nach Azuria City? Wo Missy und Co. auf uns wartet, bestimmt. Das ist doch schön. Was haben wir denn da? Okay, was haben wir hier für Pokémon? Wieder ein Mauzi. Ist das euer Ernst? Ja. Also irgendwie geht das gerade ein bisschen schneller vonstatten als neue Johto. Aber gut, wir haben auch irgendwie alle VMs. Wir brauchen eigentlich nur Trainer, um zu trainieren. Huah! Ich spüre einen dunklen Schatten über dir hängen. Verwende dies, um ihn loszuwerden. Schutzband. Okay. Das war echt gefährlich. Jetzt bist du in Sicherheit. Meine Oma befasst sich mit dem Vertreiben böser Geister. Es tut mir leid, wenn sie dich erschreckt haben sollte. Keine Bange, ich bin sowas gewöhnt. Ich bin hart im Nehmen.
Jeden Fall auf nach Azuria City. Ich bin froh, dass diese Zäune hier... Okay, gut, nicht alle.